Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Heute mit 3 Büchern im Gepäck und alle in einer unterschiedlichen Variante. Ja, ist mir gerade so aufgefallen, als ich meine Notizen so ein bisschen erstellt habe, meine Gedanken dazu so ein bisschen nochmal durchgegangen bin. Ja, es wurden 3 Bücher, beziehungsweise eigentlich nur 2,5, weil ein Buch musste ich abbrechen, klingt immer so. Aber wollte ich abbrechen. Ich fühlte mich dazu nicht in der Lage, es weiterzuhören. Wollen wir es mal so ausdrücken. Dann war ich diese Woche im Kino. Ich habe Shadowhunter geguckt. Da möchte ich ein bisschen was erzählen. Ich habe wieder im Indie-Autoren-Festival bei Amazon zugeschlagen. Und ab heute Samstag, also für euch gestern, gibt es auch ein neues Buch, was wir in einer kleinen Leserunde lesen. Und dazu möchte ich dann auch noch ein bisschen was erzählen. Aber ich denke, wir starten wie immer mit den Büchern. Als erstes habe ich gehört, Das also ist mein Leben von Stephen Chbosky. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Eine Empfehlung der lieben Adriana Popescu. Sie hat in unserem gemeinsamen Hangout so davon geschwärmt. Und ich habe auch allerlei andere tolle Stimmen dazu gehört. Und das ist dann im Grunde auch das Buch, was ich abgebrochen habe. Aber dazu dann auf jeden Fall später mehr. Dann habe ich diese Woche gelesen Ein Meer aus Tinte und Gold, das Buch von Kelana, das ist der erste Teil, ich glaube, einer Trilogie von Tracy Shee und es ist wunderschön golden. Ja, das muss man einfach bei diesem tollen Buch dazu sagen, also optisch tollen Buch. Und als drittes Buch haben wir gestern am Freitag Red Rising 2 beendet von Pierce Brown. Da haben wir ja den ersten Teil bereits in einer kleinen Lesegruppe gelesen auf Facebook, haben uns, im Dezember hatten wir den ersten Teil gelesen, haben uns dann den zweiten Teil für Februar vorgenommen und der dritte Teil ist dann für März geplant. Und das waren soweit erstmal die Bücher. Und ich glaube, wir fangen auch einfach mit dem ersten Buch an, das ich eben gehört habe. Und zwar, Das also ist mein Leben von Stephen Chbosky. Das ist erschienen im September 2011 im Heine Verlag, kostet aktuell broschiert 13 Euro, als E-Book 10. Gibt es bei Audible für einen Gutschein. Den habe ich genutzt, um mir dieses Hörbuch zu holen und es mir diese Woche anzuhören. Hat um die 288 Seiten und wurde auch schon verfilmt, unter anderem mit Emma Watson und dem Schauspieler, der dann auch Credence in den Fantastischen Tierwesen gespielt hat. Ja, das Gesicht kam mir doch irgendwie bekannt vor, als ich jetzt so ein bisschen recherchiert habe und dachte, den Schauspieler kennst du? Aber ich kannte den Film nicht. Ich habe auch von dem Buch und von diesem Hype um dieses Buch irgendwie noch nicht wirklich irgendwas mitbekommen. Adriana hat es dann in unserem gemeinsamen Hangout als ihr Lieblingsbuch betitelt und wie begeistert sie davon ist. Und ich packe euch den Hangout auch einfach mal unten in die Infobox. Da könnt ihr ja gerne mal reingucken, wenn ihr das nicht gesehen hattet. Und so war ich jetzt einfach gespannt auf etwas über 6 Stunden, die mir Sven Hasper vorliest. Ich fand die Stimme absolut okay. Ich habe Sven Hasper gerne zugehört und man konnte ihn auch in der Geschwindigkeit gut ein bisschen schneller stellen, was ich halt gerne tue. Also ich höre mir, ich glaube, kein Hörbuch auf 1er Geschwindigkeit an. Also das ist mir persönlich viel zu langweilig und mit Pausen gestürzt, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Um was geht es in Das also ist mein Leben? Ich glaube, die Verfilmung heißt dann Vielleicht lieber morgen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und dann heißt jetzt auch der Titel manchmal des Buches irgendwie so oder umgedreht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin da ein bisschen verwirrt. Auf jeden Fall findet man das Buch auch unter diesen beiden Titeln. Ja, es geht um Charlie. Ich glaube, er ist zu Beginn der Geschichte 16 Jahre alt. Er steht kurz davor, auf die Highschool zu gehen. Und er hat ein etwas beschissenes letztes Jahr hinter sich, denn sein bester Freund hat sich letztes Jahr erschossen. Und er hing auch als Kind und Jugendlicher sehr an seiner Tante, die ist ebenfalls verstorben und er hat es nicht so richtig leicht, er ist sehr in sich gekehrt, möchte aber gerne irgendwie jetzt mit dem Eintritt in der Highschool doch vielleicht irgendwas an sich verändern und so beginnt er Briefe zu schreiben, Briefe an einen unbekannten Freund
Und ja, in diesen Briefen erzählt uns Charlie eben so, was ihm passiert. Dass er ziemlich zu Beginn der ersten Tage auf Sam trifft und Patrick, ein Stiefgeschwisterpaar, das ihn direkt irgendwie in der Mitte so aufnimmt und mit denen er auch ein paar tolle Dinge erlebt. Und erzählt uns eben auch so ein paar Geschichten über die Familie und wenn er seine Schwester mit ihrem Freund beobachtet, was da so ein bisschen passiert und so ein bisschen... Ja, auch, ich sag mal, hier so Dinge passieren, die er nicht begreift, die ihm aber auch so recht keiner erklärt, die er mit Fragen im Raum stehen lässt, wo man sich halt als Leser oder Hörer Gedanken dazu machen kann. Und das klingt erstmal nach einer tollen Lebensgeschichte, nach einem tollen Lebensbuch, wie ich es gerne nenne. Leider hat es aber Chbosky für mich überhaupt nicht geschafft, mir Charlie näher zu bringen. Ich hatte irgendwie gefühlt keinen Bezug zu Charlie. Ich fand seine Gedanken manchmal sehr belanglos, sehr merkwürdig. Ich konnte manchmal nicht begreifen, warum er das jetzt wichtig findet, uns zu erzählen, wo die Geschichte hin soll. Und ich habe irgendwie nach so knapp 3,5 Stunden, was so grob die Hälfte, glaube ich, war, irgendwie dann eben gedacht, was willst du mir eigentlich erzählen? Ich hatte das Gefühl, schon relativ früh zu erahnen, wo es mit Charlie denn hingeht, was Charlie in seiner Kindheit irgendwie passiert sein könnte, sollte, müsste. Ich weiß es nicht, ich habe das Ende nicht gelesen. Ich habe dann eben einfach nur im Internet rumgesucht und ein bisschen geguckt, ob ich mit meiner Vermutung dann richtig lag. Es hat mich aber einfach nicht interessiert. Also das ist etwas, was wenig Lebensbücher bei mir eigentlich bewirkt haben, dass es mich nicht interessiert. Und das finde ich eigentlich unglaublich schade, denn ich hätte gerne einen Bezug zu Charlie gehabt und ich hätte gerne gewusst, wie das mit Sam und Patrick weitergeht und ich hätte gerne gewusst, was diese ganze Geschichte am Ende für eine Auflösung hat. Aber es war einfach unglaublich langweilig. Also ich habe beim Hören, vielleicht liegt es auch am Hören, das könnte durchaus sein. Ich habe beim Hören einfach oft gemerkt, dass die Gedanken abschweifen, dass ich irgendwie gefühlt dann mal 2 Minuten nicht zugehört habe und aber irgendwie dachte, es ist scheinbar auch nicht schlimm, dass ich irgendwie nichts verpasst habe. Und das war irgendwie so ein Gefühl, das mich sehr unglücklich und unbefriedigt zurückgelassen hat als Hörer oder Leser. Und ich mir dachte, so richtig packen tut's dich irgendwie nicht. Und ich einfach auf diesen, ja, knapp etwas um die 140 Seiten sozusagen nicht verstanden habe, was so besonders jetzt irgendwie an dieser Geschichte ist, wie die mein Leben verändern könnte, dass ich halt manchmal doch von solchen Büchern erwarte und vielleicht auch einfach schon zu Genüge gelesen habe. Es ist für mich wirklich schwierig zu sagen, was mir nicht gefallen hat. Also das ist so, ich habe halt einfach gemerkt, es hat mich nicht mitgerissen. Es hat mich nicht am Hören, also mich ans Hören gezogen. Es gab Hörbücher, die habe ich mit bis auf die Toilette genommen, um unbedingt weiterzuhören. Und dieses Buch, da war es halt auch nicht schlimm, wenn man mal einen Tag nicht gehört hat. Belanglos. Also ich kann es gar nicht, ich glaube, das ist wirklich so das Wort, was mir ganz oft eingefallen ist, dass dieser Alltag von Charlie irgendwie... Ja, natürlich ist ein Leben von einem Highschool-Schüler jetzt nicht aufregend. Also ich erwarte jetzt auch keine groben Partys oder, ne, das ist mir schon klar. Aber es war irgendwie die Dinge, die hier der Autor bzw. Charlie für wichtig erfassten, das aufzuschreiben, habe ich irgendwie nicht verstanden, warum. Und ja, vielleicht gebe ich tatsächlich dem Buch noch einmal eine Chance, also dass ich mir das Buch zulege und lese. Vielleicht ist hier wirklich das Medium Hören der Fehler. Ich liebäugle auch mit dem Film, wo ich mir aber dann denke, der Film geht 2 Stunden, da hätte ich auch den Rest des Hörbuchs mir anhören können. Ja, versteht ihr, wie ich meine? Also irgendwie hat es mein Herz nicht berührt. Und ich finde, bei so Lebensbüchern muss einem der Charakter, der Hauptprotagonist, der Haupterzähler irgendwie ans Herz gehen. Egal, ob man ihn mag oder ob man ihn hasst. Aber man muss irgendwie Empfindungen für ihn haben. Und das hatte ich hier für Charlie einfach nicht. Und ich weiß auch nicht. So leid es mir tut und es tut mir wirklich unglaublich leid, dieses Buch hat es einfach nicht geschafft, mich in irgendeiner Art und Weise zu packen und mitzunehmen. Also ich finde, also glaubt mir, es ärgert sich, glaube ich, keiner mehr wie ich, weil ich wirklich wollte, dass mir diese Geschichte gefällt. Aber ja, so wurde sie abgebrochen und ja, vielleicht höre ich irgendwann mal nochmal rein, aber
Ich bin eigentlich kein Mensch, der pausiert und sagt, ich probiere es in einem halben Jahr nochmal. Also wenn, würde ich wirklich zu einem anderen Medium greifen, mir vielleicht das E-Book holen und dann da drin lesen. Aber es hat mich nicht gefesselt. Leider. Ja, leider. Ja, weiter ging es oder parallel dazu gelesen habe ich dann Ein Meer aus Tinte und Gold, das Buch von Kelana. Das ist der erste Teil, ich glaube, einer Trilogie von Tracy G. Das ist ihr Debütroman und man kann hier bei diesem Cover im wunderschönen Gold definitiv sagen, dass es sehr, sehr schön ist. Ich bin kein Coverkäufer, das wisst ihr. Aber das Cover hier mit dem Gold ist wirklich unglaublich gelungen, war auch schon absolutes Highlight auf der Frankfurter Buchmesse. Da stand es ja fast in Überlebensgröße vor einem, fand ich wirklich toll. Ist erschienen im November 2016 im Carlsen Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Kostet gebunden 18 Euro und als E-Book 10 Euro, finde ich auch einen absoluten fairen E-Book-Preis. Also nicht nur diesen 1-2 Euro, sondern 10 Euro für ein E-Book finde ich wirklich okay. Und hat um die 480 Seiten und es ist wirklich, also optisch wirklich wunderschön. Und ich finde, da hat man sich wirklich mal kreativ was einfallen lassen mit diesem Schimmer. Ich bin sehr gespannt, wie die anderen Bücher dann noch aussehen werden. Und das Besondere, was mich auch schon in Frankfurt so in den Bann gezogen hat, war nicht nur das überlebensgroße Buch, sondern eben auch, dass man gemerkt hat, es geht um ein Buch im Buch. Und das sieht man zum Beispiel hier auch, ich hoffe, man sieht es ein bisschen am Schnitt. Es gibt so dunkle Passagen, ja, ich glaube, das sieht man ganz gut. Und da ist dann eben die Geschichte eines Buches erzählt. Das heißt, wir lesen ein Buch im Buch und diese Seiten sind eben so ein bisschen angegraut. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so mit der Beleuchtung so gezielt. Und aber um was geht es in diesem Buch? Es geht um Sefia. Und Sefia kämpft seit dem Tod ihrer Eltern mit ihrer Tante Nin ums Überleben. Wir sind hier in einer Welt, in der Bücher keinen Wert spielen, Bücher unwichtig sind, das geschriebene Wort überhaupt keine Bedeutung mehr hat. Und im Grunde als Gegenstände auch komplett verschwunden sind und man gar nicht mehr um den Reiz eines Buches sozusagen weiß. Und Sefia ist eben mit ihrer Tante mehr oder weniger auf der Flucht und kämpft ums Überleben. Doch eines Tages wird ihre Tante dann eben entführt und Sefia macht sich dann eben auf die Suche nach ihrer Tante und merkt ganz schnell, dass es ein Buch gibt, zu dem Sefia eine scheinbar magische Verbundenheit hat, dass da eben der Rätsel drin liegt, eben danach, um ihre Tante zu finden und ihre Tante zu befreien. Sie trifft unterwegs auf einen stummen Jungen, der sie begleitet, der nicht von ihrer Seite weicht. Und wir begeben uns zusammen mit den beiden eben auf die Reise einer düsteren, abenteuerlichen Welt. Nein. In einer düsteren Welt auf eine abenteuerliche Reise. Ja. Ja, was soll ich zu dem Buch sagen? Es ist unglaublich schwer, auch hier die Worte zu finden. Die ersten 150 Seiten haben mich in einem Schwups weggerissen. Ich war begeistert von der Sprache, von der Idee, von dieser Raffinesse, die in der Geschichte gesteckt hat, von dieser Idee, dass eben Schreiben, Lesen etwas ist, was man nicht mehr alltäglich tut, dass eben auch ein Buch nur irgendwas ist, was man natürlich als Buchliebhaber, wie wir es hier sind, gar nicht verstehen können, dass das irgendein Gegenstand ist, der keinen mehr interessiert. Und die Idee war eben wirklich unglaublich, auch kreativ, wie ich finde. Und dann eben auch noch ein Buch im Buch zu haben und dabei zu erleben, wie Sefia einen Bezug zu der Geschichte, zu diesem Buch bekommt, sich selbst das Lesen beibringt, fand ich wirklich toll. Sprachlich war es sehr poetisch, war es sehr mitreißend, war es wunderbar in einem Fluss geschrieben, den man wirklich genießen konnte. Und die ersten 110, 120 Seiten hatte ich wirklich direkt an einem Abend weggelesen, wo ich eigentlich schon schlafen wollte und nur kurz reinlesen wollte. War, glaube ich, Sonntagabend. Und schwupps waren die Seiten weggelesen. Ich war total fasziniert von dem Einstieg, von den tollen Worten. Besonders, also auch allein, wie es einfach anfängt. Es gibt da wunderbare Passagen. Zum Beispiel, es war einmal und es wird eines Tages sein. So fangen alle Geschichten an. Also es ist wirklich wunderschön von der Sprachlichkeit her und diese Sprachlichkeit hält auch wirklich an. Doch dann, dann ging es grob, würde ich sagen, 200 Seiten, 250 Seiten
unglaublich zäh weiter. Und ich habe für diese 200 Seiten, 250 Seiten bestimmt lange gebraucht. Ja, es hat Länge gehabt, es ist gefühlt nichts passiert. Die Sprache war nach wie vor schön, man hatte schon irgendwie Spaß am Lesen, aber es war irgendwie langweilig. Man hatte das Gefühl, Sefia tritt auf der Stelle, man selbst tritt mit ihr auf der Stelle. Und dann gab es auch noch Perspektivwechsel, die nicht irgendwie angezeigt waren und ich total verwirrt war. Also das war echt was mich sehr gestört hat, dass ich auf einmal irgendwie wer anders war und es wirklich erst nach einigen Sätzen gemerkt habe, dann wieder nachdenken musste, wer bin ich, wo bin ich und wo wird gerade dieser Abschnitt erzählt. Also das finde ich einfach bei Perspektivwechsel nicht schön, wenn man einfach als Leser nicht an die Hand genommen wird und es einem erzählt wird. Natürlich nimmt es irgendwo vielleicht die Spannung, wenn auf einmal Namen dort stehen oder irgendwie und na, ich kann das schon nachvollziehen, aber so hat es mich als Leser einfach nur verwirrt zurückgelassen und das wirklich so, also wenn ich sage, 120 Seiten waren toll, dann kamen 250 Seiten, die unglaublich langweilig waren, verwirrend waren, die mich nicht mitreißen konnten. Und dann kam das Ende und da würde ich auch sagen, so die letzten 100 Seiten haben mich dann wieder in einem Schwupps gepackt und ich konnte es dann nicht mehr weglesen, als dieser letzte Teil des ersten Teiles angebrochen war. Also es ist ein sehr durchwachsenes Buch. Man muss mit der Länge und der Verwirrung in der Mitte irgendwie zurechtkommen. Und ich finde aber tatsächlich nicht, dass ein Buch, wo man eben aufs Ende warten muss, damit es gut wird, ein gutes Buch ist. Also es war okay. Ich finde halt einfach die Kreativität in diesem Buch wirklich toll und das Problem ist auch, dass die eigentliche Geschichte, der Sinn der Geschichte irgendwie nicht so richtig rauskommt. Also man weiß noch nicht, obwohl man ja 480 Seiten gelesen hat, wo es so richtig hingeht, was uns die Autorin sagen will. Klar kann man sagen, es ist der Auftakt einer Reihe, ja, aber irgendwie muss ich ja greifen können, was die Autorin von mir will. Und das kann ich tatsächlich nach knapp 500 Seiten nicht. Und ja, also mich lässt dieses Buch auch wirklich ein bisschen verwirrt zurück. Sehr schön war neben der poetischen Sprache tatsächlich auch diese geheimen Botschaften und Zeichen, die im Buch aufgetaucht sind, dass einem zu denken gibt und man eben wieder ein bisschen beim Rätseln dabei ist und somit auch Sefia, unserer Protagonistin, ein bisschen näher kommt. Und das fand ich wirklich ganz gut gemacht. Also es gibt ein paar Dinge, die ich wirklich super finde, kreativ finde, großartig finde, aber insbesondere wirklich so die 250 Seiten in der Mitte, durch die man sich so quält, fand ich wirklich anstrengend. Also das hat mir leider tatsächlich nicht so gefallen und natürlich entschädigt der Anfang und das Ende ein bisschen, aber muss ich wirklich auf das Ende warten, damit ein Buch gut wird? Ich weiß nicht. Also das ist schon gefährlich. Also ich weiß auch tatsächlich nicht, ob es mich an den zweiten ranziehen wird. Ich glaube, da werde ich auch erstmal ein paar Stimmen dazu hören wollen. Hier bin ich ja jetzt wirklich vielen Rezensionen aus dem Weg gegangen, weil ich da unvoreingenommen rangehen wollte. Werde jetzt im Nachgang auch ein paar Rezensionen mir dazu anschauen und durchlesen und ja, einfach mal gucken, was andere vielleicht noch dazu erzählen. Meins war es irgendwie, ja, es war okay. Also ich glaube, es ist einfach ein okay Durchschnittsbuch, das man gelesen haben kann, nicht muss und einfach sich vielleicht bewusst sein muss, dass der Mittelteil eben sehr zäh ist und man dann halt lieber tatsächlich zu einem anderen Buch greift und es einen nicht hinzieht, bis dann eben so das spannende Ende kommt. Vielleicht muss man einfach das so hinnehmen und man ändern kann ich es jetzt eh nicht mehr oder auch der Verlag nicht oder die Autorin, sie hat es ja geschrieben und sich dabei was gedacht und ja, einfach mal gespannt, wie es gegebenenfalls in dieser Geschichte weitergeht, insofern ich ja, das Buch mit dem wunderschönen Cover denn tatsächlich weiterlesen werde, was ich zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich weder aus- noch einschließen kann und einfach mal gucken möchte, wann es kommt und ja, was dann die Leute so ein bisschen dazu erzählen werden. Dann zu einem Buch, bei dem der Steffi ein Lächeln auf die Lippen kommt, beziehungsweise eher ein Gänsehautschauer den Körper durchläuft.
Es geht um Red Rising im Haus der Feinde von Pierce Brown. Der zweite Teil der Red Rising Trilogie ist erschienen letztes Jahr im Juni im Heine Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Das Buch gibt es broschiert für 13 Euro, das E-Book liegt bei 10 Euro und es hat knapp um die 570, 580 Seiten. Wir haben Red Rising, den ersten Teil, letztes Jahr im Dezember in der kleinen Lesegruppe auf Facebook gestartet und alle die, die das Buch gut und großartig fanden, haben sich jetzt im Februar dazu versammelt, den zweiten Teil zu lesen. Und so viel kann ich verraten, im März wird es auf jeden Fall mit dem dritten Teil weitergehen. Wer also vielleicht schon Band 1 und 2 kennt und gerne mitlesen möchte, ich packe die Gruppe mal in die Infobox, wer Lust hat. Ich denke mal, dass es Anfang März relativ früh zu Beginn des Monats losgehen wird mit dem dritten Teil. Und ja, aber um was geht es bei Red Rising? Ja, wir sind hier in einer Science-Fiction-Welt. Und wir treffen auf Darrow, zumindest im ersten Teil. Und Darrow lebt in einer Welt, in der die Menschheit die Erde verlassen hat und eben andere Planeten im Sonnensystem besiedeln möchte. Und er glaubt, dass er bei der Besiedelung des Marses hilft. Und ist da unter Tage eben sehr, sehr schwer am Arbeiten und beschäftigt und merkt eben recht schnell, das Leben ist halt gar nicht so einfach. Er ist verheiratet mit Eo und dank ihrer Gedanken und all der Dinge, die mit seiner Frau im ersten Teil passieren und auch mit ihm, merkt er doch irgendwie, was stimmt hier nicht. Und er gelangt schnell zu der Erkenntnis, dass die herrschende Rasse, die Goldenen, ihn und seine Rasse, die Roten, ausbeuten. Und ja, seine Frau wird zum Tode verurteilt, was sehr, sehr grausam im ersten Teil dargestellt wurde. Und ihre letzten Worte öffnen ihm ein wenig die Augen. Und dann passieren ein paar Dinge mit ihm. Und er wird dazu auserwählt, ja, ein Goldener zu werden. Und es werden allerlei Dinge an ihm vorgenommen, denn er soll die herrschende Rasse von innen zerstören. Und das klappt eben nur, wenn man sie unterwandert und sie dann im Grunde niederschlägt. Und ja, die Revolution möge beginnen. Die Idee von Pierce Brown, ja, im Grunde verschiedene Farben zu schaffen. Es gibt goldene, rote, pinke, obsidiane und alle stehen für irgendetwas in dieser wirklich genialen Welt von Pierce Brown. Und er hat sich da Gedanken dazu gemacht und man spürt, dass er wirklich auch irgendwie daran glaubt, an das, was er da geschrieben hat. Also es ist nicht irgendwas total Abstruses, sondern es lässt sich auch sehr gut auf unsere eigenen Systeme, auf unserer Welt irgendwie übertragen. Und man fühlt sich doch recht schnell in so eine Farbe gepresst und überlegt sich, ja, wollen wir nicht alle mal Viva la Revolution ausbrechen und uns die Goldenen schnappen. Man beginnt sehr schnell zu denken wie Darrow und auch Darrow denkt doch recht schnell, wie er als Goldener eben zu denken hat. Das war unglaublich packend und spannend im ersten Teil. Pierce Brown hat eine Geschwindigkeit im Erzählstil, die wirklich seinesgleichen sucht. Es geht ratzfatz, es passiert in dieser Geschichte auf 100 Seiten so viel, wo andere teilweise ein ganzes Buch mit 350, 400 Seiten im Grunde brauchen und man hätte aus dem ersten Teil mit einem ausführlichen Schreibstil locker irgendwie schon eine Trilogie machen können. Und Pierce Brown bringt es auf den Punkt, er schafft es in einer Schnelligkeit, Dinge vor einen erscheinen zu lassen, er schafft es, einen die Geschichte rüberzubringen, Charaktere zu Leben zu erwecken und das wirklich auf einer unglaublich begrenzten Anzahl von Seiten und er rennt durch die Geschichte. Und eigentlich könnte man jetzt meinen, ach Mensch, Pierce, hättest du dir doch mal ein bisschen Zeit gelassen. Nein, ich bin da total anderer Meinung. Ich glaube, dass die Geschichte überhaupt nicht funktionieren würde, wenn sich Pierce Brown unglaublich viel Zeit genommen hätte und irgendwie ausführlich auf 3 Seiten lang eine Wiese beschreiben würde, wie es Tolkien macht. Ich glaube, dass das in Science Fiction und in dieser Art von Geschichte von Pierce Brown überhaupt nicht passen würde. Und ich bin super schnell schon in den ersten Teil reingekommen und ich war auch super schnell wieder im zweiten Teil drin. Ich habe die Atmosphäre gespürt, ich habe die Welt wieder entdeckt, ich hatte sie vor Augen, ich habe genau gewusst, wo ich bin, wer ich bin und was Darrow denkt.
Wir verfolgen hier ja Darrow, denn Darrow ist unsere Protagonistin. Wir erfahren alles direkt von ihm, aus ihm, denn es ist eben auch in der Ich-Perspektive geschrieben, die manchmal ein paar Schwächen hat. Dazu aber später mehr. Und ich finde es großartig. Zum einen hat man hier im Grunde so eine Science-Fiction-Endzeit-Dystopie-Geschichte und Jugenddystopie hat ja ganz oft starke, tolle weibliche Protagonistin. Da erlebt man ja selten wirklich Gedankengänge eines Mannes. Und hier sind wir natürlich ein bisschen in der erwachseneren Science-Fiction. Es ist auch unglaublich brutal. Es passieren Dinge, wo man wirklich die Augen schließen möchte. Eigentlich gern hätte, dass sich das Buch weiterblättert und man dann die Augen wieder aufschlägt. So ein bisschen wie im Film. Das klappt natürlich im Buch tatsächlich nicht. Man muss irgendwann wieder hingucken und der Wahrheit ins Auge sehen, was mir manchmal gerade auch im zweiten Teil unglaublich schwer gefallen ist. Aber ich finde Darrow als Protagonist wirklich unglaublich toll. Ich mag seine Verwirrtheit, wenn er selbst manchmal nicht mehr den Weg vor Augen hat, aber irgendwie noch das Ziel und manchmal auch vom Wege abdriftet, aber immer wieder zurückfindet und man immer merkt, hinter dem Burschen, da stecken einfach tolle Gedanken. Er hat Pläne, er hat Intrigen im Kopf und er durchschaut einfach auch Dinge. Nicht immer, es gibt natürlich auch überraschende Wendungen, Plottwists, die man nicht erahnt und die einen wirklich total mitreißen, wie so eine Riesenwelle und man erstmal sprachlos wirklich davor sitzt. Solche Momente hatte ich unglaublich viele im zweiten Buch und ich finde das einfach großartig. Ich finde, der zweite Band hat sich noch gesteigert zum ersten. Es geht schneller, es ist spannender, es ist auch wirklich epischer und es ist einfach auch brutaler und es passiert so viel im zweiten Teil und wirklich auch Dinge, an die man im ersten noch gar nicht denken konnte, die man auch im zweiten Teil gar nicht gedacht hat, bis man sie gelesen hat. Und dabei ist es nichts Unlogisches, was passiert, das würde ich gerne dazu sagen, weil manchmal passieren hier in Geschichten auch Dinge, nur dass es etwas passiert, was dann eigentlich gar keinen Mehrwert für die Geschichte hat, sich gar nicht entwickelt hat. Hier spürt man, Pierce Brown hatte einen roten Faden und der war wirklich großartig. Und ich liebe das. Also ich bin wirklich ein Fan dieser Reihe. Ich bin mega gespannt auf den dritten Teil. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass wir jetzt nochmal so 2 Wochen Pause haben, bis wir den dritten Teil lesen, weil der zweite Band muss auch erstmal verdaut werden. Also ich habe heute Nacht schon allerlei goldene, rote und pinke um mich herum gehabt in meinen Träumen. Und ich nehme ja Geschichten tatsächlich immer mit in meine Träume. Und diese Geschichte hat mich jetzt die ganze Woche wirklich gefesselt, gepackt. Und es gibt tolle Charaktere, es gibt wirklich Wahnsinnsentwicklungen in den Charakteren, in den Freundschaften, in den Feindschaften und auch in Darrow. Die einzige Schwäche, und das ist für mich wirklich eine Schwäche, es gibt manchmal, also wir haben hier eine Ich-Perspektive, das heißt, alles, was Darrow passiert und denkt, wissen wir eigentlich als Leser. Es gibt aber manchmal Dinge, es waren 2, 3 im zweiten Teil, wo uns Darrow aber nochmal merkwürdig überrascht. Und ich finde gar nicht schlimm, wenn mich ein Ich-Perspektiv-Erzählender überrascht, aber wir sind bei allem, was er tut, dabei. Und auf einmal kommt in irgendeinem Dialog, ich habe das gewusst und kommen sehen. Und man denkt sich als Leser, ja, wann denn? Warum hast du das nicht mit dir geteilt? Und wisst ihr, wie ich meine? Das finde ich tatsächlich immer so einen kleinen Schwachpunkt, der mir bei Pierce Brown auffällt. Der war auch schon im ersten Teil 1, 2 Mal da. Es war jetzt auch im zweiten Teil so, wo ich so sage, in der Ich-Perspektive hat eben eigentlich der Protagonist kein Geheimnis von mir. Weil wie soll er das haben? Ich bin ja er. Also ja, es klang jetzt irgendwie sehr schizophren. Aber versteht ihr, wie ich meine? Das ist tatsächlich so der einzige schwächende Punkt, der mir im zweiten Teil eben ein bisschen öfter aufgefallen ist, wo ich dachte, Junge, wann hast du dir denn das ausgedacht? Und behauptest jetzt, das hast du schon lange gewusst. Wie denn? Ich weiß es gar nicht. Ja, jetzt könnte man sagen, natürlich kann ich als Leser nicht alles wissen, aber ich bin in der Ich-Perspektive ja im Grunde der Protagonist. Also habe ich das zu wissen. Also habe ich es auch irgendwo kommen sehen. Und wenn er dann auch noch sagt, ich habe das schon lange gewusst, man fragt sich da als Leser halt, ja, wann denn? Wieso weiß ich nichts als Leser davon? Also ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Und vielleicht, das ist auch wirklich Jammern auf hohem Niveau. Aber das ist mir tatsächlich so ein bisschen aufgefallen. Es ist nicht schlecht, also, ne, ich meine, ich will ja auch überrascht werden als Leser, aber es passt für mich eben nicht zu einem Ich-Erzählstrang. Also, ja, aber es ist wirklich, es ist gejammert auf ganz hohem Niveau. Es ist wirklich eine geile Reihe. Es war ein Wahnsinns zweiter Teil, der mich wirklich mitgerissen hat. Tolle Protagonisten
Und man muss dieses Buch allerdings, das glaube ich, auch manchen hat man das in den Leseabschnitten so ein bisschen angemerkt, man muss konzentriert lesen, man muss dabei sein, man muss sich Zeit nehmen und ich glaube auch, man muss das Buch oder die Bücher doch recht nah beieinander lesen. Ich glaube, wenn man bei dieser Reihe wirklich so ein Jahr dazwischen wartet, dann ist auch viel wieder weg. Also ich glaube, es ist wirklich gut, dass wir jetzt einen Monat Pause hatten, weiterlesen und jetzt in 2 Wochen wieder weiterlesen, weil ich glaube, dann, dass ich dieses ganze Epische von dieser Geschichte wirklich in einem ausbreiten kann und einen einfach mitnimmt. Und ja, also absolute Empfehlung, wirklich ein Buch, was mir unglaublichen Spaß jetzt die letzten 1,5 Wochen gemacht hat und mich wirklich mit Freuden begleitet hat und auch einfach der Austausch in der Lesegruppe wirklich toll war, es wirklich Leute mit dabei sind, die jeden Tag mit posten, immer aktiv sind, wo man dann eben auch einfach in einem Dialog miteinander spricht und das echt Spaß macht und man so einfach nochmal alleine, wenn ich mir meine Notizen mache und diese nochmal in Facebook einschreibe, hat man eben das Gefühl, man erlebt die Geschichte nochmal für sich selbst, also diesen Leseabschnitt. Und ja, fand ich einfach toll, fand ich großartig und hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ja, auch ein bisschen gelesen, einfach mal so, weil ich sie gerne in die Kamera halte, ist die neue Flow und zwar It is all about finding calm in the cars. Nicht nur, dass die Cover dieser Flows immer wieder wunderschön sind, auch die neue Happiness, ich habe sie auf Instagram geteilt, ist großartig. Ich habe sie auch jetzt so in den letzten 2 Wochen, glaube ich, wieder sehr durchgelesen. Ich lese da wirklich 95% der Artikel durch. Ich bin da immer angetan, immer begeistert und auch gerade die Papeterie, die ja oft drin ist, ich nehme mir dann eben auch Bilder raus. Gut, das ist jetzt, natürlich quietsch und bunt und ich hänge die eben auch gerne dann in Bilderrahmen bei mir in der Wohnung auf und ich mag das unglaublich gerne und dementsprechend habe ich auch darin ein bisschen geblättert. Gestartet wird heute am Samstag mit Die Berufene von M.R. Carey, ein Buch, das jetzt glaube ich auch so ein bisschen in aller Munde ist, weil aktuell auch die Verfilmung läuft, The Girl with All the Gifts oder wie glaube ich der Film heißt, ich weiß es schon gar nicht mehr, ich hoffe, dass da der, The Girl with All the Gifts, genau, läuft jetzt glaube ich seit 9. in den Kinos. Ich habe tatsächlich den Film und das Buch gar nicht zueinander gebracht. Es hatte jetzt jemand in der Lesegruppe gepostet, dass es eben die Verfilmung ist. Und dementsprechend finde ich es jetzt schön, dass wir das Buch lesen. Vielleicht hat man danach noch die Möglichkeit, sich den Film anzugucken. Aktuell gibt es das E-Book für 4,99 €. Danke, Anita, für den Tipp. Wer vielleicht noch spontan einsteigen möchte und sagt, 4,99 € für ein E-Book ist wirklich ein toller Preis, der kann gerne noch dazukommen. Ihr findet die Gruppe auch in der Infobox. Ihr seht auch, es ist schon wunderbar eingeteilt. Ich habe auch passend sozusagen meine Post-its in der Farbe des Buches gewählt. Ist das verrückt? Ich glaube ja. Ich bin sehr gespannt. Es ist ja hier, wir sind in Großbritannien in nicht allzu ferner Zukunft. Ein grauenhafter Parasit befällt die Menschheit. Millionen sind bereits infiziert und bedrohen die wenigen Gesunden. Alle Hoffnungen ruhen auf einer Schar Kinder, die anders auf den Erreger reagieren. Auf einer entlegenen Militärbasis halten Wissenschaftler sie gefangen, zu allem entschlossen, um ihnen ihr biologisches Geheimnis zu entreißen. Doch es läuft nicht nach Plan. The Guardian sagt, einer der originellsten, spannendsten und stärksten Romane der letzten Zeit. Und ich habe den ja letztes Jahr mir geholt, als es 10 Taschenbücher für 10 Euro bei Thalia gab, im Grunde als Mängelexemplar. Der hat auch ja hier oben den Stempel, sonst fehlt dem Buch aber überhaupt nichts. Und ich freue mich jetzt, dass wir den gemeinsam lesen. Er war ja zur Abstimmung gestanden in unserem Leseclub und ist es ja nicht geworden, aber es haben dann eben einige beim Leseclub gesagt, hey, wollen wir uns nicht doch zusammentun und das Buch gemeinsam lesen? Und das machen wir somit, denn das Leseclub-Buch ist ja, ich glaube, hier... Ich bin vorbereitet, ist ja dann Die Falle von Melanie Rabe und wer das vielleicht auf dem Sub hat und noch mitlesen möchte, den Leseclub findet ihr immer unten in der Infobox und das ist ja hier ein Thriller, den ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe und bin sehr, sehr gespannt darauf und ist auch schon eingeteilt, dementsprechend wer da noch Lust hat. Da könnt ihr dann gerne in der nächsten Woche mit loslegen. Was gab's die Woche noch? Ja, ich war im Kino am Mittwoch mit einer lieben Freundin. Ich war im Bob der Streuner. Es wurde langsam Zeit.
Und ich muss wirklich sagen, der Film war toll. Mich hat der Film sehr berührt, sehr begeistert. Er war wirklich so, wie man sich die Umgebung von James Bowen und Bob einfach vorstellt. Es sind tolle Dinge herausgepickt worden, die eben auch, finde ich, filmerisch erzählbar sind, die einfach Spaß machen. Und wer Katzen, Tiere mag, wer so Lebensgeschichten auch mag, denn es ist ja hier im Grunde das Leben von James Bowen, der auch einen Auftritt hat in seinem eigenen Film, fand ich großartig. Ich musste so schmunzeln und ich fand es toll. Und ja, ich fand, er war absolut lohnenswert, egal ob man die Bücher kennt oder nicht. Meine Freundin kannte das Buch jetzt nicht. Die hat jetzt auch keine Unklarheiten oder so gehabt. Wir haben uns nur manchmal so ein bisschen einfach über Dinge ausgetauscht und wir sind beide einfach Katzenfans und ich glaube, wir üben jetzt alle mit unseren Katzen einfach mal das Shake Hands beziehungsweise Give Me Five. Und Bob war ja wirklich Bob. Also die Katze ist tatsächlich die echte Bob-Katze und ich finde, der Kater ist wirklich absolut kameratauglich und ich fand auch die Musik toll. Ich habe jetzt auch den Soundtrack die letzten ein, zwei Tage immer mal zwischendurch gehört. Also wenn eben der Schauspieler, der James Bowen darstellt, singt, finde ich großartig. Es gibt auch ein Lied, irgendwas mit Satellite, das ich toll fand, das wirklich auch beim Autofahren jetzt immer hoch und runter gelaufen ist und ich wirklich schön fand und ja, auf meiner Spotify-Liste auf jeden Fall gelandet ist und auch schon auf meiner Leipzig-Hörliste, die ich mir in Spotify jetzt nach und nach erstelle. Und ja, wenn ich mit dem Auto nach Leipzig fahre, brauche ich ja gute Musik und das muss vorbereitet sein. Und da ist dieses Lied jetzt auch schon gelandet. Und ja, fand ich einen tollen Film, war wirklich eine gute Unterhaltung, eine schöne Unterhaltung. Ist, glaube ich, auch einfach mal ein Film, den man zwischendurch mal irgendwann gucken kann, wenn man ihn auf DVD hat. Einfach wenn einem so ein bisschen nach Geborgenheit, Wärme und ja, einfach nach einer Lebensgeschichte ist, dann ist man hier wirklich richtig und hat mir wirklich Freude gebracht in 120 Minuten. Ja, ganz anders, irgendwie keine Freude bringt mir die Shadowhunter-Reihe. Ich habe jetzt die zwei Folgen von der letzten und dieser Woche nachgeguckt und ich habe irgendwie das Gefühl, es wird immer abgedrehter, immer merkwürdiger, es entfernt sich unglaublich von der Buchvorlage und ich erwarte gar keine 1:1 Adaption. Das soll die Serie ja auch gar nicht sein, sondern es soll ja nur in dem Universum spielen. Aber es geschehen Dinge und Dialoge und wo ich denke, oh, so hätte eine Clary nie reagiert, ein Chase nicht. Alec ist für mich komplett verhunzt, obwohl ich den Alec eigentlich in der Serie mehr mag als den im Buch. Aber es gibt so Momente, wo ich denke, oh, das hätte er nie gemacht. Der Einzige, der wirklich irgendwie so getroffen ist, wie ich ihn super finde, ist Magnus Bane, den ich ja echt liebe in der Sechser-Reihe. Und ich glaube, ich muss mir auch mal die Chroniken des Magnus Bane holen, was ich einfach toll finde. Und ja, ich weiß auch irgendwie nicht, irgendwie, ja, habe ich die Serie geguckt? Irgendwie ja, aber es ist für mich tatsächlich irgendwie manchmal zu abgedreht. Also ich sitze auch ganz oft davor und denke mir, nein, Steffi, nein, das hast du jetzt so nicht gesehen. Es ist halt einfach irgendwie schwierig. Ich, ja, weiß auch nicht so richtig. Ganz anders, nicht schwierig, ist die zweite Woche des Indie-Autoren-Festivals auf Amazon. Ich habe es ja in der letzten Bücherwoche schon erzählt, dass der ganze Februar im Self-Publisher-Gedanken steht auf Amazon. Es viele Self-Publisher-Indie-Autoren gibt, die hier im Grunde besonders beworben werden mit super günstigen Schnäppchenpreisen. Und jeden Mittwochmittag gibt es neue E-Books, auch neue Printausgaben. Also es gibt sowohl als auch reduziert. Und ich habe mir diese Woche drei Bücher geholt, beginnend mit Rainbowland von Johanna Wasser. Das ist ein Drama um eine Bestseller-Autorin, die jetzt von ihrem Verlag gezwungen wird, eben Rainbowland zu beenden. Das ist ihre Trilogie und der dritte Teil fehlt eben noch. Und ja, sie geht jetzt eben auf die Suche nach Inspiration, um dann eben auch einfach dieses Buch zu beenden. Ich habe noch nichts von Johanna Wasser gelesen. Es hat unglaublich gute Bewertungen auf Amazon. Dementsprechend ist es bei mir eingezogen. Auch eingezogen ist Solarian, Tage des Aufbruchs von Tario. Hier haben wir ein Science-Fiction-Abenteuer. Hier sind wir eben auf dem Weg, oder die Menschheit macht einen Aufbruch in ein anderes Sonnensystem, denn die Sonne wird immer heißer, die Pole sind geschmolzen und die Tiere verenden und somit leiden auch die Menschen darunter. Und es klingt halt wieder wunderbar endzeitmäßig und ich bin ja gerade auf den Science-Fiction-Trip dank Red Rising
und glaube einfach, dass das was für mich ist. Hat auch ganz, ganz tolle Bewertungen, ist, glaube ich, eine Trilogie und ist auch schon abgeschlossen und klang für mich einfach unglaublich spannend. Und als drittes Buch ist bei mir eine Art Sachbuch eingezogen, nämlich 30 Tage Schreib-Challenge von Tinker Beere. Und hier ist so der Untertitel: mit nur 10 Minuten täglich zu einer Schreibroutine. Und jetzt könnte man sagen, ach nee, Steffi, noch ein Booktuber, der ein Buch schreibt. Ja, den Gedanken hatte ich auch kurz. Muss aber ehrlich gestehen, ich habe einfach zwei halbfertige Entwürfe, ja, irgendwie auf meinem PC und ich würde mich tatsächlich gerne da einfach nochmal dran versuchen, die vielleicht für mich selbst zu Ende zu bringen, ob die irgendwann in gedruckter Form bei Amazon erscheinen und dann beim Indie-Festival dabei sind, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ja, ich würde gerne tatsächlich einfach so ein bisschen daran feilen, daran arbeiten. Ich habe auch ein, zwei andere Ideen im Kopf und ich möchte einfach hier mal gucken, ob mich Tinker Beere mit ihrem mit dieser Schreibchallenge irgendwie dazu bringt, ja, irgendwie da wieder dran anzuknüpfen und weiterzumachen. Und ja, dementsprechend durften die Bücher mit. Ich glaube, ein Buch hat 89 Cent gekostet und eins 1,19, das andere 1,29. Ich habe mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, wie oder was. Absolut günstige E-Book-Preise, finde ich wirklich großartig. Ich musste mich auch sehr zusammenreißen. Es sind auch noch zwei, drei andere so ein bisschen in der näheren Ansicht gewesen. Aber ich dachte mir, so drei Bücher reichen. Und um es immer noch mit Anitas Worten zu sagen, E-Books zählen auf dem Sub nicht, denn sie nehmen keinen Platz weg. So, ich halte daran einfach fest und ja, ich finde das einfach großartig, was Amazon hier leistet. Ich finde es toll, dass die Autoren dabei sind. Es gibt auch in dieser Woche Bücher von Eric Kellen, von Laura Newman, von Jackie Fellgut, von Michelle Schrenk sind Bücher dabei. Es ist sogar das Erstlingswerk von Adriana Popescu dabei. Und ich, ja, was soll ich sagen? Also man muss da einfach zugreifen, wenn nicht jetzt, wann dann? Es ist auch jetzt im Kindle-Deal das aktuelle Buch von Laura Labas dabei, Ein Käfig aus Rache und Blut. Und ich finde, da kann man einfach zu solchen Preisen nichts verkehrt machen. Und ja, also von daher, wer gerne E-Books liest, der sollte hier sich einfach mal umgucken. Es ist auch recht leicht zu finden, irgendwie über die Kindle-Bücher. Und dann kommt direkt auch irgendwie die Beschreibung Indie-Festival und dann bekommt man irgendwie 60 Seiten mit E-Books. Und wer einfach gerne E-Books liest und oder auch die App einfach auf seinem Handy hat oder auf seinem Tablet, der sollte hier einfach mal gucken, weil ich glaube, zu günstigeren Preisen findet man tatsächlich keine E-Books mehr. Und ich finde das einfach toll. Und ich finde, ja, ich finde auch, man muss sowas dann auch einfach mal unterstützen und einfach dabei sein. Und ja, ich bin sehr gespannt auf den nächsten Mittwoch. Mal gucken, was dann bei mir einzieht. Ja, es sind ja noch zwei Mittwoche, ne, die wir jetzt haben. Ja, nächste Woche und dann der 28. Es könnten schon noch so ein paar Bücher bei mir landen. Und man, schön ist halt auch, man weiß es vorher halt nicht, ne? Also von daher, ja, ne, es steht ja nicht fest, das kommt dann nächste Woche oder so, sondern, ne, man, ja. Das Schöne ist auch, das hat mir die liebe Susan erzählt vom Kanal Waldschrat liest, dass sie Bücher in der Wunschliste hat und sie dann irgendwie sieht, wenn sich da die Preise verändern bei Amazon, was ich auch sehr cool finde. Also wenn ihr vielleicht eh so eine Bücherwunschliste habt und da Self-Publisher drauf sind, guckt einfach mal, ob sich da vielleicht was verändert hat im Preis. Ich glaube, dass das wirklich eine coole Erfindung ist und ja. Und ich glaube, das war es so im Groben zu dieser Woche auch schon. Ja, es gab ja noch ein cooles Autoren-Hangout mit der lieben Laura Labas am Donnerstag. Da habe ich mich echt gefreut, sie hier auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Ich packe euch das Hangout natürlich in die Infobox. Das nächste Autoren-Interview wird es dann geben am 21., also am Dienstag in einer Woche. Da wird die liebe Michelle Schrenk da sein, aber da wird es in dieser Woche auf jeden Fall noch ein paar Infos geben und behaltet euch da den 21. schon mal frei und ja, wieder 19.30 Uhr und ja, es gibt auch schon zwei Termine im März und voraussichtlich auch zwei im April. Mal gucken, vielleicht wird der eine aus dem April auch noch Mai, muss mal gucken, aber ja, mir macht es nach wie vor großen Spaß und ihr seid ja auch immer zahlreich im Chat mit dabei
oder dann im Nachgang, ne? Nicht jeder kann ja live dabei sein, aber ja, das freut mich auf jeden Fall. Und jetzt gucke ich gerade auf meinem Zettel. Ich habe nichts vergessen in dieser Woche. Ich fand auch, das war jetzt absolut genug. Und ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit meiner Bücherwoche. Vielleicht mögt ihr ja zu dem einen oder anderen Buch auch ein bisschen was erzählen. Vielleicht erzählt ihr mir auch einfach mal, was ihr aktuell so lest, ob ihr das gemeinsam lest oder wie ihr euch da vielleicht austauscht. Und wer eben noch Lust hat, Die Berufene zu lesen, Red Rising 3 im März oder dann auch Die Falle im Leseklub, ihr findet natürlich alles unten in der Infobox. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.